das, was für mich am interessantesten gewesen ist in der Veranstaltung, ist eigentlich die persönlichen Kontakte, das Netzwerken. Gefreut habe ich mich über alle Maßen, über das Du mit dem Stefan Weigelt. Das hat mich einfach sehr gefreut. Finde ihn als Typ einfach super wahnsinnig sympathisch. Mal schauen, ob wir uns mal wiedersehen. Hat letztes Jahr auch einen ganz tollen Vortrag gehalten. Aber das persönliche Gespräch war halt sensationell. Ansonsten habe ich den einen oder anderen Kollegen sprechen können, wieder getroffen, was ich als sehr angenehm empfunden habe. Inhaltlich von den Vorträgen habe ich was mitgenommen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich denke, ich komme auf jeden Fall wieder. Ich finde das Konzept auch sehr, sehr gut. Ich finde es auch gut, dass so externe Referenten außerhalb des Steuerkreises hinzugekommen sind. Also das hat mir sehr gut gefallen. Also ich denke mir schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit den Steuerberatern mit Herz. Insbesondere der Vortrag von dem Herrn Fox hat mich persönlich sehr angesprochen. Wenn ich so World Happiness Report höre, dann ist das was mich persönlich sehr berührt. Genau die Art, das Unternehmen zu führen, Menschen zu gewinnen und eigentlich den Faktor Menschen, Menschen, Menschen und Wertschätzung so nach vorne zu halten und zu dokumentieren, das habe ich so in dieser Deutlichkeit eigentlich das erste Mal gehört. Und das hat mich sehr beeindruckt, fand ich gut. Habe ihm auch eine entsprechende Rückmeldung gegeben zum Vortrag. Fand ich einfach klasse, auch in der Art, wie er das rübergebracht hat, wie er mit Menschen umgeht. Sehr, sehr authentisch. Und da finde ich uns mit den Steuerberatern mit Herz vollständig wieder. Die Idee ist eigentlich von Nils Johansen und mir, die Partner, die eigentlich immer relativ einfach rein und rausgehen können in die Gruppe, eigentlich unternehmerisch so fit zu machen, dass sie sich selbst dahin kommen, dass sie das erreichen, wo sie am Anfang gedacht haben, das geht nicht. Für jeden Mitarbeiter heißt das, einfach so diese Angst zu nehmen, das geht nicht, es ist unmöglich. Also wir, Nils Johansen und ich, sind überzeugt, dass nichts unmöglich ist. Und schaffen wir eigentlich nur die Rahmenbedingungen, dass man die Leute dahin bringt. Die Frage, die wir uns immer stellen, wie geht das? Niemals, das geht nicht. Also bei uns existiert eigentlich nur die Frage, wie geht das? Und wir geben eigentlich nicht auf, bis wir da hinkommen. Meines Erachtens ist jedes Geschäft persönlich, egal in welcher Größenordnung, ob es nun 100 Euro sind oder ob es in 1-2 Milliarden Euro sind. Und wenn das auf der emotionalen Ebene nicht funktioniert und auf der persönlichen Ebene, dann kann ich kein Sachgeschäft machen. Also von daher ganz klar die Aussage, meines Erachtens, meine persönliche Meinung, Emotion siegt immer. Warum tue ich das überhaupt? Und Nils Johansen tun und ich tun das einfach, um Träume zu erfüllen, um in jedem Menschen das zu entdecken, was an ihm so einzigartig ist. Das ist das, was uns treibt. Deswegen sind wir mit Geld auch nicht kaufbar.